ist der Herr Alfred Lindmoser aus Mariazell. Und der hat uns ein bisschen einen Einblick gewährt in dieses sehr, sehr alte Gewerbe des Gerbens. Hier im Mariazeller Land wird altbewährtes Handwerk vor dem Vergessen bewahrt. Einer, der sich darum bemüht, ist Alfred Lindmoser. Er hat das Gerben von Wildlederhäuten von seinem Vater erlernt, nach ursprünglichen Methoden. Die Ledergerberei ist übrigens ein eigener Beruf und hat mit der Kürschnerei im Wesentlichen nichts zu tun. Bis das Sämischleder, ein Rauleder, fertig ist, sind viele Handgriffe zu erledigen. Herr Lindmoser verwendet Geräte, die aus industriellen Gerbereien längst verschwunden sind. Einen Monat wird die Haut in eine Wasser-Kalk-Mischung eingelegt. Danach werden Fleisch und Fettreste entfernt. So, da ist es Leder jetzt noch ein Abstoßen und noch ein Fleischen in der Beize drin. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang, weil die Beize, wenn man die übersieht, funktioniert nichts mehr. Also man kann sie binnen kürzester Zeit eine komplette Partie verhauen, weil wenn sie zu lang drin sind, dann fällt das Leder. Die Beize ist für das gut, dass man die restlichen Kalkreste noch eliminiert und das Leder wieder sehr schön auseinanderfällt und dann kann man es erst, was dann auch im gleichen Fassel passiert, mit Fisch dran walken und dann wird es wirklich erst gegerbt. Hier wird das Leder nochmals eingeweicht, kommt dann abermals ins Gerbfass, wird mit Fischtran vermengt und getrocknet. Dieser Vorgang wiederholt sich noch mindestens dreimal. Der Gerber muss hier mit höchster Sorgfalt arbeiten. Da wird jetzt der Grund entfernt. Das ist nach der Gerbung ist da immer nur eine Schicht drauf, die was unbedingt rausgehört, die was runterkehrt. Wenn das nicht runtergeht, dann kann man es nicht gescheit färben. Also nach dem Gerben wird das Leder ja getrocknet und dann ist es immer ein bisschen steif und mit dieser Maschine macht man das Leder wieder weich. Jetzt probieren wir das zum Einschalten. Jetzt, nachdem das Leder weich ist, müssen wir schleifen. Kriegt dann ein Velour da drauf. Das ist ein Schleifhandschuh zur Sicherheit, dass ich auch drüber fahren kann, wenn ich beim Schleifen über die Haut rauskomme. So, fertig geschliffenes Leder wird jetzt gefärbt. Drei verschiedene Bürsten, hell, mittel, dunkle Farbe, dass das dann für die Zukunft immer funktioniert. Der Gerbermeister verwendet zum Färben Blauholz, das aus der Rinde eines südamerikanischen Laubbaumes gewonnen wird. So, sie wird dann aufgehängt zum Trocknen. Die ganze Gerbprozedur nimmt 3 bis 5 Monate in Anspruch und ist eine körperlich schwere Arbeit. Die Haut des Hirsches eignet sich zum Gerben am besten im Herbst. Und je älter der Hirsch, desto dicker das Leder. Je mehr Haar, desto schwächer wird das Leder. Also sollte er eigentlich zwischen September und Oktober in dem Bereich, war es natürlich gut für klasse Lederhosen. Alfred Lindmoser hat sich inzwischen auf das Erzeugen von Lederhosen spezialisiert. Je aufwendiger die Stickerei, desto teurer das gute Stück. Ab 1.400 Euro kann eine Lederhose schon kosten. Daher ist eine solche sicherlich auch eine Anschaffung fürs Leben. Unglaublich, große Hochachtung vor diesem Beruf, wirklich toll, dass wir da mal einen Einblick bekommen haben. Jetzt freue ich mich schon auf